Der Iran hat zurückgeschlagen und die Märkte reagierten erstmal geschockt, haben sich jetzt nach einem Tweet vor allem von Donald Trump wieder etwas beruhigt. Aber es ist die Frage, Krieg oder Frieden? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Zwei Militärbasen sind angegriffen worden von irakischen Missiles, nicht irakischen, iranischen muss es heißen. Noch ist unklar, was da wirklich genau passiert ist, ob es Verletzte gibt, ob es Tote gibt. Bisher wissen wir nur von den Dänen und den Norwegern, dass ihre Leute unverletzt sind. Das ist ja schon mal was, weil die treiben sich da ja millionenfach im Irak rum. Also Soldaten aus diesen beiden Ländern. Schauen wir uns mal vielleicht das Geschehen an. Wir haben dann einen Tweet von Donald Trump. Das ist so ein bisschen wie beim Handelskrieg. Donald Trump twittert, alles super, all is well. Wir gucken mal, was alles so passiert ist. Und dann machen wir eine Bestandsaufnahme. Ich werde ein Statement abgeben morgen früh, so sagte der US-Präsident das vor einigen Stunden heute Nacht. Man weiß also noch nicht genau, gab es Tote, gab es nicht Tote. Die Iraner sagen, ja, es gab 80 Tote. Und der US-Präsident verheimlicht hier etwas oder verharmlost die ganze Geschichte. Und das ist jetzt sozusagen die Gretchenfrage. Gibt es amerikanische Tote? Für diesen Fall hat Donald Trump ja angekündigt, ich werde einen massiven, auch disproportionalen, also praktisch übergetunten Gegenschlag machen. Wenn das der Fall ist, wenn wir Bilder sehen von Amerikanern, die tot sind, dann kann der US-Präsident wohl auch innenpolitisch nicht viel anders als eben zuzuschlagen. Nochmal wirklich hier möglicherweise direkt iranisches Territorium anzugreifen. Für diesen Fall jedenfalls hat der Iran gedroht. Dann werden wir Haifa in Israel angreifen und werden Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten angreifen. Und dann wäre wirklich der Flächenbrand perfekt. Dann würde Israel in diese ganze Geschichte direkt involviert, auch die Vereinigten Arabischen Emirate, wenngleich das weniger schwerwiegend wäre. Also wir sehen, da ist durchaus jetzt Zündstoff. Gleichwohl, die Märkte haben sich ein bisschen entspannt eben aufgrund des Tweets von Donald Trump. Hier sehen wir Holger Čepić, der mal zusammenfasst, was hier der Fall ist. Ja, wir sehen Minuszeichen. Etwa beim Nikkei knapp 1,5%. Eigentlich noch ziemlich okay. Wir sehen die chinesischen Märkte etwa 0,75% im Minus, also nicht wirklich dramatisch. Das sah heute Nacht schon deutlich schlimmer aus, wie wir gleich in den Charts sehen werden. Einerseits die Beruhigung von Donald Trump, all is well. Andererseits eben auch die Aussagen der Iraner, wir streben keinen Krieg an. Also man versucht zumindest hier ein bisschen den Fuß vom Gas zu nehmen. Die Frage ist, wie werden die Märkte reagieren? Erstaunlich oder bestürzend auch hier ein Boeing 737, schon wieder Boeing. Also da ist ein Flugzeug abgestürzt mit 180 Toten, das von Teheran Richtung Kiew gestartet war. 2 Minuten nach dem Start gab es da ein Feuer. Das Flugzeug stürzte dann über iranischem Territorium ab. Wie so viele Flugzeugabstürze der Iran zuletzt ja erleiden musste. Also hier die nächste etwas skurrile Geschichte, nur technischer Fehler, wie viele sagen. Oder ist das Flugzeug doch irgendwie angeschossen worden? Das ist die große Frage. Was wird heute passieren? Das ist das große Thema. Schauen wir uns mal zunächst an, was wir heute an Daten haben. Wir haben hier den ADP-Arbeitsmarktbericht heute um 14.15 Uhr. Zuletzt die Zahlen ja ziemlich schwach, gingen immer weiter runter. Die letzte Zahl 67.000, die war besonders schwach. Gibt es da jetzt Erholungszeichen am amerikanischen Immobilienmarkt, Arbeitsmarkt? So muss es heißen. Gestern ja der ISM-Index Dienstleistung aus den USA besser als erwartet. Allerdings die Industrieaufträge nach wie vor sehr, sehr schwach. Also wir sehen, dass die Industrie nach wie vor Riesenprobleme hat, auch in den USA. Und wir sehen, dass der Dienstleistungssektor wie fast überall in der Welt sich gut erholt. Was wird jetzt passieren an den Märkten? Ich habe hier mal eine Aufstellung von Mohamed El Erian, der gezeigt hat, was passiert ist nach bestimmten politischen Krisen. Jetzt haben wir ja zum Beispiel diesen Drohnenstreik, diesen Drohnenangriff auf saudische Förderanlagen gehabt zuletzt. Da gab es einen maximalen Rücksetzer von 4% bei den US-Indizes. Wir haben die Nordkoreaner gehabt mit ihren Missile-Tests. Da ging der Markt auch 1,5% zurück. Jetzt eben die Frage,
Was wird hier passieren? Wird diese ganze Situation weiter eskalieren? Entscheidend, wie gesagt, wird sein, ob hier amerikanische Tote zu beklagen sind. Wenn ja, dann wird Donald Trump wohl agieren, wird die ganze Situation weiter eskalieren und dann weiß man nicht, was wirklich weiter der Fall ist. Wir haben ansonsten noch diese Grafik, die ich gestern schon vorbereitet hatte, im Marktgeflüster allerdings vergessen habe. Da ist hier ein Langzeitchart vom Dow Jones von Kimberly Chart Solutions, der sagt, hier haben wir hier eine Umkehrformation, wir haben einen Doji Star. Und möglicherweise war es das jetzt, das zumindest als Möglichkeit, dass ein Wochenchart, also ein sehr großer Chart, ich weiß, ich habe ja so ein paar dauerbullische Trolle, die meine Videos gerne gucken, für die sozusagen Börse grundsätzlich eine Einbahnstraße nach oben ist. Ich hatte gestern aus humanitären Gründen diesen Chart erstmal nicht gezeigt, heute wollte ich das nachholen. Schauen wir uns an, was die Märkte aus der Situation machen. Wir sehen diesen massiven, beim Dow Jones hier, Charts von Capital.com, diesen doch ziemlich herben Abverkauf, da ging es runter. Dann die Beruhigungstweets von Sid Donald ging wieder rauf. Jetzt, wie gesagt, die entscheidende Frage, simple as it is, wenn es keine amerikanischen Toten gibt, dann könnten die Iraner sagen, ja, seht ihr, wir haben massiv zurückgeschlagen. Das würde sozusagen als innenpolitische Botschaft an die aufgebrachte Bevölkerung möglicherweise reichen, wäre so eine Art gelungenes Theaterstück. Aber wenn die ganze Geschichte eben mit Toten der Amerikaner einhergeht, dann würde das anders sein. Ähnlich die Charts auch hier beim Nasdaq. Hier sehen wir diese Bewegung noch ein bisschen intensiver. Der Index jetzt knapp unter der 8800er Marke. Was wird das DAX aus der ganzen Situation zaubern? Auch hier sehen wir zunächst mal eine blaue respektive grüne Kerze, nachdem es ein bisschen tiefer gegangen war. Jetzt sind wir knapp unter der 13.100er Marke. Angesichts der Eskalation, die wir da doch erleben, ist das durchaus moderat. Der Euro hält sich bei 1,1151. Gold ist das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder über 1.600 $ gestiegen heute Nacht. Jetzt etwas tiefer, 1.593. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das schon in Richtung 65,50 unterwegs war, jetzt aber wieder gut $2 verloren hat, $63,12. Also, wir sehen ziemlich heftige Reaktionen an den Märkten. Zunächst krasser Abverkauf, dann ziemlich deutliche Erholung, weil Sid Donald sagt, oh, es ist super, gell, macht euch keine Sorgen, wir haben das größte Militär der Welt, wir haben alles unter Kontrolle. Aber ein asymmetrischer Krieg, der möglich ist durch den Iran, das würde auch die USA durchaus in schwere Probleme versetzen. Da hilft auch die größte Streitmacht der Welt nichts. Das ist das Problem. Jedenfalls bin ich gespannt, wie die Märkte jetzt reagieren und vor allem auf das, was Donald Trump zu sagen hat. Ob er tendenziell deeskaliert, indem er die Geschichte runterspielt und sagt, naja gut, das kann halt mal vorkommen, dass da ein paar Raketen auf unsere Militärbasen fliegen, ist normal. Oder ob er sozusagen jetzt die Rhetorik wieder in Sachen Krieg verschärft, das ist die große Frage. Ich wünsche einen hoffentlich friedlichen Start in diesem Tag und sage Servus und ciao.